Ärger. Großen Ärger. Tut mir echt leid. Ich muss in die Schule. Wir auch. Das ist aber die andere Richtung. Ich bin Pietist. Echt? Ich bin nicht besonders fromm. Ich auch nicht. Hey, ihr macht einen Fehler. Der liebe Gott mag sowas überhaupt nicht. Uns doch egal. Mund auf. Du musst mir einen Engel schicken. Einer reicht, der soll sich bloß beeilen. Morgen, Nett. René, Kaffee. Morgen, Schönheit. Sandra. Hier, die Unterlagen für den Termin beim Nachlassgericht morgen in Riedslingen. Danke. Und sonst? Wieder Ärger mit Meister Schmidt? Hm? Nein. Du tust mir so leid. Hey, meine Mutter ist doch schon vor 1-2 Monaten gestorben. Ich bin darüber weg. Außerdem war ich noch nie der Typ für die aktive Trauerarbeit. Hm? Das meine ich nicht. Schmidt hat das rausgefunden mit dir und seiner Frau. Er will dich kündigen. Sie liebt ihn. Und es wäre auch besser für Tim. Sie liebt ihn nicht. Ich wünschte ihm so sehr, dass er wieder ganz sein Kind sein kann. Sie liebt ihn. Er braucht einen Vater. Sie liebt ihn nicht. Ja. Der liebe Gott ruft uns hinaus ins Leben. Ja. Darum weiß ich nicht, worauf wir warten. Sie liebt ihn. Ich. Sie liebt ihn nicht. Ich. Sie liebt ihn. Ich weiß es eigentlich auch nicht. Sie liebt ihn nicht. Es ist gar nicht so schwer, wie du denkst. Sie liebt ihn. Du musst mich nur fragen. Ja, meinst du denn, willst du denn? Nein! Heiliges Blechle. Tim! Du kriegst nicht mal eine Abfindung. Warum hast du auch mit da rumgemacht? Weiß auch nicht. Ja. Sollte mal die Finger von euch lassen. Du könntest ja eine Suchttherapie versuchen. Gute Idee. Aber das kostet. Und ich bin total pleite. Naja, ich erb ja was, da in Württemberg. Und dann mache ich die Therapie. Und dann ziehe ich hier meine eigene Kanzlei hoch. Und dich nehme ich natürlich mit. Also, wenn du willst. Ja, ich will. Jetzt müssen wir nur noch überlegen, wie ich ohne einen Cent nach Riedslingen komme. Hier. Kannst du nicht schlafen? Der Blätterblätter ist verrostet. Wir müssen es unbedingt machen lassen. Sie nicht besonders.
Der grinst immer so. Er hat uns sehr geholfen am Anfang. Er und seine Eltern. Die grinsen auch immer so. Die sind eben fröhlich. Das waren wir auch mal. Das werden wir auch bald wieder sein, das verspreche ich. Heiß ich dann auch Pfefferle? Ich glaube schon. Du? Mhm. Gibt es eigentlich wirklich Engel? Willkommen zu Hause. Gehört? Was? Da war was. Jesus. Oh Mama, der ging's ja richtig dreckig. Da ist was. Ein Einbrecher? Hast du denn nie was gesagt? Das ist doch bloß anrufen brauchen. Ja, ich hätte ja auch mal anrufen können. Aber wie hast du immer gesagt? Männer sind nun mal Feiglinge. Du bleibst da oben, ja? Ich bin gleich wieder da. Ich bin jetzt auf der Treppe. Bleibe sie jetzt ganz ruhig. Frau Samel. Jetzt erzählen Sie mir genau, was da los ist bei Ihnen. Hallo? Da ist jemand im Versammlungsraum. Frau Samel, wir sind doch jetzt nicht leichtsinnig, gell? Was ist denn das jetzt für Musik? Hallo? Frau Samel? Frau Samel? Bitte, ja, ich bin noch dran. Kennt sie das Radio? Nein, da spielt jemand was am Harmonium. Auf dem Harmonium? Ja. Ich glaube, es ist Frank Sinatra. Frau Samel? Sag mal. Was ist denn los? Der Frank Sinatra ist in der Hölderlinstraße 12. Aufkommen. Strangers in the night. Two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away at night. Sehen Engel immer so aus? Oh. Hallo. Mist. Heiler, Arme, muss es sein. Hallo. Flasche weg, Sinatra. Frank Sinatra ist, glaube ich, schon tot. Oh Gott. Karl, du die Waffe weg.
Was machen Sie hier? Ich? Ich wohne hier. Uwe Heber. Das ist er. Ja, das ist er. Also, Herr Johannes Martin. Sagen Sie, lieber Johnny John, Johannes klingt so ein bisschen albern. Meinetwegen, Herr Johnny John. Sie behauptet also, hier zu wohnen? Nicht nur das, mir gehört das Haus. Ja, da, schau her. Das wäre mir neu. Das Haus gehört Clara Martin. Das heißt, es gehörte ihr. Sie ist ja leider... Ja, ich weiß. Ich bin ihr Sohn. Das kann nicht sein. Sie hat nie von Ihnen erzählt. Sie hatte ebenso ihre Geheimnisse. Von Ihnen weiß ich doch auch nichts. Ich heiße Samel, Susanna Samel. Ich habe Ihre Mutter die letzten 2 Jahre gepflegt. Oh, ich hatte leider nicht die Zeit, mich um Sie zu kümmern. Ja, sehe ich das richtig? Dann sind Sie also der Eigentümer, oder was? Morgen ist die Testamentseröffnung, dann ist es offiziell. Was soll er mir denn sonst machen? Der darf da einbrechen, wenn sein eigenes Haus ist. Aber er kann nicht bleiben, ich kenne ihn doch gar nicht. Ja, haben Sie eigentlich einen Mietvertrag für die Wohnung da oben? Frau Martin und ich waren sehr vertraut. Da war sowas nicht nötig. Hm. Dann wäre ich an Ihrer Stelle etwas freundlicher zu dem Herrn. Aus rein taktischen Gründen. Gute Nacht. Gute Nacht. Okay. Das verstehst du nicht. Er ist anders. Und er ist Heide. Warum hast du ein Gewicht? Geht's wieder hopp hopp zurück in die Kirche. Susanna, das geht nicht. Am Sonntag ist die Aufführung und die wird landesweit übertragen. Ja, wo soll man denn üben? Das verstehst du nicht. Dieser Mann ist kein Besuch. Er ist der Sohn von Clara Martin. Stopp! Das ist das Jesusplätzle! Bitte? Tim wollte einen extra Teller für den Fremden, der da kommt. Für Jesus! Finde ich jetzt aber sehr, sehr schön, gell? Stopp! Das ist mein Platz. Tim, würdest du uns bitte Apfelsaft holen? Och, Mama! Bitte. Aus mein Herz und suche Freude in dieser lieben Maienzeit. Schauen die schönen Gärten sie und sieh, wie sie mir und dir. Oh mein Gott. Oh, hi. Kann ich was zu trinken haben? Einen Saft oder so? Die Flaschen sind im Keller. Ach, danke. Aber da brennt kein Licht. Und die Pforte der Hölle hat sich geöffnet. Ah. Und die Flaschen? Sind die vor oder hinter dieser Pforte? Rechts davon. Okay. Wo bleibst du denn? Ich wollte in den Keller, aber dann... Hier, nimm dies! Und du auch! Hinweg, Dingser! Was macht er denn da? Er holt Apfelsaft. Also unten muss man unbedingt mal aufräumen, vor allem bei dieser Pforte da. Oh, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wollen Sie vielleicht mit uns frühstücken? Oh ja! Ja, das würde ich im Prinzip sehr gerne.
Aber ich habe gleich einen Termin beim Notar. Ich, Clara Sophia Martin, geborene Hefele, vererbe mein gesamtes bewegliches Vermögen den Brüdern und Schwestern der Brüdergemeinde zu Rietzlingen. Das Haus in der Hölderlinstraße, Frau Susanna Sarah Same, die mich so liebevoll umsorgt hat. Möge sie das Haus der Gemeinde gegenüber offen halten. Andere hingegen haben keine Ansprüche auf das Erbe. Auch nicht mein Sohn Johannes, denn er taugt nicht. Er ist so liederlich wie sein Vater und ein Spieler und Trinker. Deswegen muss ich mein Erbe vor ihm schützen und entziehe ihm auch den Pflichtteil. Rietzlingen, 14. Januar 2004, Clara Sophia Martin. Ich muss zurück nach Frankfurt. Was? Meine Mutter hat mich enterbt. Tja, so sind sie, die Mütter. Erst setzen sie sich in die Welt und dann zack. Das geht doch nicht. Ich meine, warum schickst du ihn fort? Er war doch noch nicht mal richtig da. Jesus, bitte. Er muss hier bleiben. Ich brauche ihn doch. Okay, Leute, ich komme. Glaub mir das. Jetzt gehst du erst mal heim und freust dich an deinem schönen Erbe. Der Sebastian hat sich so sehr ein eigenes Haus gewünscht. Ob das dem gefallen hat, wenn die Gemeinde jeden Tag vorbeikommt und singt?
Gott, Frau Schling. Grüß Gott, Frau Vögel. War das nicht die Frau Schling? Warte mal, warte mal. Weißt, ich wünsch mir so arg, dass du irgendwann Friede schließt mit dem Sebastian. Du hast recht. Ich muss mehr nach vorne schauen. Peter? Es gibt ein Problem im Seniorenbibelkreis. Ah? Der Heide, dieser Johannes, der stört die Stunde. Grüß Gott. Hallo. Das hätte man aber auch ankleben können. Das geht nicht, das muss halten. Was ist denn das? Was Juristisches, betrifft Sie nicht. Das ist schon vom Amtsgericht. Eine einstweilige Verfügung gegen die Vollstreckung von dem Testament. Dann betrifft mich das ja doch. Ja, aber nicht als Mieterin. Wissen Sie was? Das sollen die Richter mal in aller Ruhe klären. Ich streite mich nicht gern mit schönen Frauen. Die Frau Samel ist verlobt. Und zwar mit mir. Gratuliere. Dankeschön. Geh mal einkaufen. Soll ich was mitbringen? Ah ja. Sagen Sie Ihren Leuten Bescheid. Wenn die da oben so weitermachen, dann läuft das auf Hausfriedensbruch raus. War doch kein Ärger mit der Polizei. Dieser ganz gefährliche Kerl. Dieser Heide, der Elende. Aber wir lassen uns nicht in die Derspur schicken. Nicht von dem. Man müsse doch bloß die Entscheidung vom Gericht erfahren. Dann hat sich das. Ja, aber das dauert und niemand weiß, wie sich's fügt. Auf, Herr. Mein Gott, hilf mir. Denn du schlägst meinen Feinden auf die Backen und zerschmetterst der gottlosen Zähne. Peter. Psalm 3, Vers 8. Susanna. Vielleicht ist doch einfach das Beste, wenn du und dein Bub zuerst einmal bei uns wohnen. Ja? Ah ja? Ich weiß nicht. Wir dürfen ihm das Feld nicht überlassen. Wohl wahr, meine Tochter. Ach, du kannst doch nicht mit so Mama und einem Dach leben. Ihr müsst doch nur den Kredit hochsetzen, Friederike. Ja, aber ich erbe doch ein Haus! Ein Riesling. Es ist so ein friedlicher, lauschiger Ort am Neckar. Natürlich wollte ich mich wieder bei dir melden, aber das hat doch nichts mit meiner Quäntelein zu tun. Los, lass mal wie gesagt. Herr Friederike, ich rufe dich gleich zurück. Der macht Kackfleisch aus euch. Lass nicht los. Wo bleibt dein Gott? Weil ihr die doppelte Portion. Ihr Feiglinge, das ist unfair. Ihr Dummköpfe. Das ist so unfair. Aber, meine Herren. Das ist nicht die feine Art, zwei gegen einen. Johnny John! Alles gut. Entschuldigung, nicht. Du gehst jetzt besser nach Hause, Tim. Das hier ist nichts für dich, weißt du? Wenn das Blut spritzt und die Knochen knacken. Oh, Scheiße. Sie dürfen mir nichts sagen. Wir dürfen das nicht. Knochen knacken und so. Interessant. Und warum dürft ihr das nicht? Weil es Sünde ist. Aha. Wer behauptet das? Der Herr Pfarrer? Wir brauchen keinen Pfarrer, wir sind selber fromm. Guten Abend. Guten Abend. Hallo, mein Schatz. Hallo. Du bist ja ganz schmutzig. Ich habe Fußball gespielt. Dafür hast du doch die Trainingshose. Na, dann geh dir mal die Hände waschen, es gibt gleich Essen. Sie wissen schon, dass das rechtswidrig ist, was Sie da machen. Na, geh schon. Ich finde so ein Zettel an meinem Haus nicht besonders hübsch. Verstehe. Aber jetzt ist er ja ab. Und so können wir in Ruhe und in Dankbarkeit zu Abend essen. Sie haben doch sicherlich Hunger, oder? Tim? Das Essen ist fertig! Wir fangen schon mal an. Herr, segne diese Speise uns zur Kraft und dir zum Preise. Amen. Guten Appetit. Guten Appetit. Die sind wirklich selbst gemacht?
köstlich. In Frankfurt gibt es natürlich auch Maultaschen, aber kein Vergleich. Ah, verstehe. Nicht reden, essen. Es ist Freitag. Und es ist Freitag. Was ist denn daran so komisch? Ich bin einfach nur fröhlich. Freitags schweigen wir zu unseren Mahlzeiten, weil unser Herr Jesus an einem Freitag gestorben ist. Natürlich. Aber da Sie unser Gast sind, müssen wir uns ja nicht daran halten. Erzählen Sie doch was von sich. Was haben Sie denn jetzt so vor in Rietzlingen? Och. Mal schauen. Unser Herr wird schon einen Grund haben, Sie zu uns zu schicken. Gut, dass Sie mich daran erinnern. Ich muss noch diese Klageschrift tippen. Und wie Sie sich denken können, bin ich in dieser Angelegenheit ein Verfechter des Alten Testaments. Ah, das ist ja interessant. Für uns ist ja vor allem das Neue entscheidend. Aber Hauptsache, dass Sie noch etwas Zeit haben. Wir müssen nämlich unseren Blitzableiter reparieren. Sie können sich gerne im Sinne der Gemeinschaft nützlich machen. Ich? Ich will nichts reparieren. Ich will das Haus verkaufen. Und zwar, sobald ich den Erbschein habe. Soll sich doch der neue Eigentümer drum kümmern. Dies ist immer noch ein christliches Haus. Nicht mehr lange. Oh. Pass auf! Oh, oh, Hilfe! Hilfe! Ich nehme alles zurück. Ich will hier nur noch lebend runter. Vorsicht! Johnny John! Ah! Jesus hat ihn beschützt. Amen. Amen. Ja, also dann werde ich Ihnen mal was Trockenes zum Anziehen geben. Und ich mache Ihnen eine heiße Milch. Danke, lieber Jesus. Das wäre echt gut. Wahrscheinlich haben Sie deine Mutter auch die Leiter hoch und runter gehetzt, bis sie endlich das Testament unterschrieben hat. Aber in dir beißen sich die Zähne aus. Wie hören denn die Sachen? Peter Pfefferle. Ah. Oh, danke. Ich muss schon sagen, der Mann hat Mut. So würde ich mich nicht auf die Straße trauen. Manche legen eben weniger Wert auf ihr Äußeres, damit die Menschen ihre Seele lieben. Die Technik kenne ich ja noch gar nicht. So, und jetzt ab ins Bett. Aber warum denn? Gute Nacht. Gute Nacht. Samuel, Sie haben einen falschen Eindruck von mir. Sie kennen nur das Testament meiner Mutter. Und was da drin steht, das stimmt nicht. Die habe ich in Ihrem Jackett gefunden. Ja, sehr aufmerksam. Danke. Trotzdem, ich bin weder ein Trunkenbold noch besonders liederlich. Das sind doch alles Begriffe aus dem 19. Jahrhundert. Trotzdem frage ich mich, wie Ihre Mutter darauf kommt, dass Sie ein Spieler sind. Das frage ich mich auch. Ich vermute ja, sie hat in den letzten Jahren eine gewisse innere Wandlung durchlaufen. Sie war ein sehr verzweifelter Mensch, als ich hier eingezogen bin. Doch dann hat sie zu der Liebe des Herrn gefunden. Und Sie haben sie dabei beraten, bei dieser Gottesfindung? Das können wir nicht. Den Weg zum Herrn muss schon jeder für sich alleine finden. Aber wir haben für sie gebetet. Und Sie haben ihr sicher geholfen, wo es eben ging. Bestimmt auch in jener schweren Stunde, als sie das Testament geschrieben hat. Ja,
Vermutlich konnte sie gar nicht mehr selber schreiben, die Ärmste. Wie auch. So verzückt, wie sie war von der Liebe zum Herrn. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass wir das Erbe ihrer Mutter erschlichen haben. Naja, vielleicht war sie auch verwirrt. Sie machen sich etwas vor, lieber Johannes. Sie drücken sich vor der Wahrheit. Wer drückt sich vor der Wahrheit? Wer versteckt sich denn hier vor dem Leben? Sie oder ich? Hat sie dich geschimpft? Ja. Irgendwie schon. Aber warum? Das wüsste ich auch mal gerne. Tim, wo bleibst du? Vielleicht habe ich einfach nicht genug Sexappeal für die ganz frommen Bräute. Tim! Ja, ich komme! Was ist Sexappeal? Ist sowas wie. Wie das richtige Rasierwasser. Ja, nun geh schon, ich will nicht nochmal Probleme haben. Gute Nacht. Gute Nacht. Rasierwasser. Nicht persönlich. Ich will einfach mal in Ruhe. Das halte ich jetzt nicht aus. Shame on you, funny fine. Ihr, dear, my soul. He'll confess, money can't buy happiness. Unser wir sind sein. I'd rather be miserable with than without. If you send it. Schwöret unserm Über. You're a miser. Lieben you don't want it. Aus Herzensgrund. Und wenn eure Liebeskette. Du! Gewonnen. Lieber Gott. So geht das doch nicht weiter. Echt nicht. Wieso streiten die beiden? Wieso hat Johnny John das falsche Rasierwasser? Ich verstehe das nicht. Jetzt habe ich es kapiert. Guten Morgen. Die Losung für den Tag. Erster Brief des Johannes, viertes Kapitel, Vers 19. Lasset uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Denn Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die völlige Liebe treibt die Furcht aus. Wer sich jedoch fürchtet, ist nicht völlig in der Liebe. Guten Tag. Ich verstehe diese Frau nicht. Guten Morgen. Das müsste helfen. Was ist das? Sexappeal. Irgendwas mache ich falsch.
Hallo. Die anderen Hausbesetzer singen schon. Halt mal. Sind Sie der Johannes Martin? Ja. Der Sohn von der Clara Martin? Ja. Mein herzliches Beileid. Danke. Können Sie das Ding mal absetzen? Was? Ich möchte mal kurz reingucken. Wo rein? Ins Herz. Aber fall cool die Augen. Hast du schon gewählt? Was? Das Sexappeal. Alles okay? Irgendwie habe ich das Gefühl, die Leute nehmen mich nicht ernst. Hast du einen Computer? Nein. Ich muss diese Klageschrift schreiben, sonst wäre ich noch wahnsinnig. Vielleicht eine Schreibmaschine. In einem Koffer. Und wo ist der Koffer? Na, da vorne, wo der Teufel ist. Und wo ist der Teufel? In einem Schrank. Charlie John? Ist alles in Ordnung? Ich muss nur wissen, wie es hier weitergeht. In welchem Koffer ist die Schreibmaschine? In so einem kleinen schwarzen. Hast du sie gefunden? Hast du ihn gesehen? Ja, hab ich. Der sitzt im Schrank und frisst kleine Kinder. Echt? Ja. Nein, Quatsch. Da hängt nur ein Malerkittel mit einer Mütze drüber. Das kann doch nicht sein. Du kannst mir ruhig auch mal was glauben. Tim, es gibt keinen Teufel. Ehrlich. Natürlich gibt es einen Teufel. Wenn der Mensch nicht mehr auf sein Herz hört, wenn er bloß noch das macht, was er sich denkt, wenn er vermeint zu wissen, wenn er in seiner elenden Vermessenheit mit der frohen Botschaft hadert. Dann kommt der Teufel und packt. Aber das Böse kommt nur dann zutage, wenn der Mensch stehen bleibt. Du musst also immer weiter. Dreh dich nicht um. Schau geradeaus hin zum himmlischen Jerusalem. Mit festem Blick. Dann passiert dir gar nichts. Aber Tim, was machst du denn hier? Du musst doch schon längst in der Schule sein. Er schreibt mir eine Entschuldigung. Ich möchte nicht, dass du dich mit ihm triffst. Hörst du, er tut uns nicht gut. Mama. Keine Widerrede und jetzt ab in die Schule. Hier ist dein Ranzen. Aber ich brauche noch die Entschuldigung. Und los geht's. Tim? Oh, ich habe die Entschuldigung. Herr Martin, ich möchte nicht, dass Sie meinem Jungen Entschuldigungen schreiben. Ich möchte auch nicht, dass Sie mit ihm über Sexappeal sprechen. Ich möchte, dass Sie ihn in Ruhe lassen. Ich wollte ihm doch nur helfen. Helfen? Sie uns helfen? Sie verachten uns doch nur und unsere Gesellschaft. Für Sie sind wir doch nichts als Erbschleicher. Moment mal. Ihre Leute da oben, die sind nicht nur irgendwelche harmlosen Erbschleicher. Die sind eine Sekte, ja?
Die arbeiten mit der Angst vor dem Teufel und sowas. Wer sagt denn sowas? Wir arbeiten nicht mit dem Teufel, wir arbeiten mit der frohen Botschaft. Ja, schon gut. Herr Martin, Sie verstehen uns nicht und ich glaube, Sie können uns auch nicht verstehen. Warum gehen Sie nicht einfach zurück nach Frankfurt? Weil ich durch meine persönliche Anwesenheit den Anspruch auf dieses Haus unterstreichen möchte. Es gibt dann noch ein anderes Problem. Wenigstens das Frühstück hätte ich noch mitnehmen können. Ein bisschen beten, dann Kaffee, Rührei, Brezeln. Hi. Hi. Ich brauche ein bisschen Benzin. Kein Problem. Da drüber sind die Zapfsäule. Gibt da doch ein Problem. Ich habe keine Kohle. Erbstück meines Vaters. Na ja. In Ordnung. Ich habe auch nichts anderes. Die haben mir alles genommen, das Haus, die Klamotten. Ja, wir haben auch Ärger mit denen. 180. Und wenn ihr Hilfe braucht, dann gebt mir Bescheid. Ich bin Rechtsanwalt. Naja, das Grundstück da gehört inne und jetzt will er sich die Pacht nicht verlängern. Dann würde ich erst mal ein bisschen Druck aufbauen. Ja, um die Verhandlungsposition zu stärken. 180. Vielleicht mit einem gemeinsamen Besuch. Sonntags in der Kirche. Von 90. In der Kirche? Ich schätze, das beeindruckt die am meisten. 200. Ah ja, wie war das noch mal mit dem Reizen beim Binokel? 205? Vater und Sohn. Der berühmte Musiker Michael Martin und sein Sohn Johannes Martin. Der neue Kinderkreismeister im Binokel. Also doch ein Spieler. Noch eine Runde? Wieso, du machst dich jetzt vom Acker? Dem hau ich eine rein. So, er hat ja nicht geschissen. Komm, lass das. Wir sehen uns dann morgen. Mal sehr. Was ist morgen, Alter? Sonntag. Den. Bitte? Ich mag seine Augen. Die sind voller Freundlichkeit. Genauso wie seine Wesen. Das ist auch voller Mut und Freundlichkeit. Wen meinst du? Den Johannes. Den Sohn von der Clara. Tim?
Ja? Mal wieder Ärger mit dem Apfelsaft? Ja. Ich habe ganz fest nach Jerusalem geguckt. Aber der Teufel ist immer noch da. Da musst du in dich reinhorchen. Wenn alles um dich herum still ist und niemand dich stört. Weil erst dann kannst du das hören. Das bimmelt ganz, ganz leise in dir drin. Und das könnte die Antwort geben, wenn du im Zweifel bist. Ja, und auf welche Frage? Ob du den Peter überhaupt liebst? Oder vielleicht den Johannes? Ey, leuchte doch mal hierher. Ja, das sieht doch schon mal... Naja, vielleicht sollten wir sie lieber wieder rausdrehen. Nein! Okay, okay. Also dann mal los. Wo ist er? Da. Genau. Muss schon sagen, ein ziemlicher Schlamper, dieser Teufel. So, jetzt mal keine Angst. Wir zwei, wir schauen da jetzt rein. Alles klar? Auf drei. Eins, zwei. Ah! Ah! Mensch, hast du mich erschreckt. Oh. Wem gehören eigentlich die Sachen? Meinem Papa. Immerhin, kein Teufel weit und breit. Das ist doch schon mal was. Stimmt. Wir sollten deinem Vater die Sachen zurückbringen. Wo wohnt er denn jetzt? In der Hölle. Dann lieber nicht. Er hatte einen schlimmen Unfall und er war betrunken. Tut mir leid. Tut mir auch leid. Auch wenn er mich mal geschlagen hat. Auf den Kopf. Aber trotzdem, er ist mein Papa. Ich habe ihn lieb gehabt und ich habe ihn noch immer lieb. Hey, dann ist er gar nicht in der Hölle. Wenn ihn jemand lieb hat, dann funktioniert das nicht mit der Hölle. Ja gut, er hat vielleicht mal einen Schlenker in die Richtung gemacht, aber da waren dann so Engel und die haben ihn gerade noch rechtzeitig in Richtung Himmel geschubst. Du meinst, er ist im Himmel? Da bin ich mir absolut sicher. Tim! Tim! Hi! Mama, willst du auch einen? Wieso kochst du für ihn? Weil er mein Freund ist. Ich denke, ich zieh mich mal um. Die Sachen müssen ja längst trocken sein. Hey! Du hast doch Hunger! Ich denke, das ist besser so. Also, Wiedersehen. Tut mir leid. Echt. Tim? Ich will nicht, dass er geht. Das entscheidet immer noch ich. Dann geh ich auch. Tim! Lass mich, du blöde Kuh! Au! Wo willst du hin, Tim? Du bleibst jetzt hier, hörst du? Du bleibst hier! Es tut mir leid. Ich hab ihn geschlagen. Auf den Kopf? Ja. Das mag er überhaupt nicht. Ich weiß, wo er ist. Tim geht nie zu seinem Vater. Zumindest nicht allein. Er glaubt ja auch bisher, dass er in der Hölle schmort. Ich habe ihm gesagt, sein Vater ist im Himmel. Danke. Grüß Gott. Grüß Gott. Da müssen Sie aber wieder zurückstellen, wenn Sie fertig sind. Da,
Da Hände am Eingang. Sie zum ersten Mal hier? Ich hatte bislang keine Zeit. Und jetzt wissen Sie nicht, was Sie tun sollen? Doch. Ich muss die Kanne wegbringen. Soll ich Ihnen zeigen, was wir tun, wenn wir uns von einem Menschen verabschieden, den wir sehr geliebt haben? Okay. Lieber Gott, lass uns nicht allein in der Dunkelheit des Todes. Und tröste unser Herz. Und vergib Clara Martin, was sie gefehlt hat als Mensch, in deiner großen Barmherzigkeit. Und gib uns die Kraft, dies auch zu tun. Denn nur du kennst die Wege, die ein Mensch gehen muss, um zu dir zu finden. Danke. Johannes, wenn Sie heute Abend mit uns essen wollen, Sie sind herzlich eingeladen. Ja, was gibt's denn Feines? Maultaschen? Doch nicht am Samstag. Natürlich. Wie komme ich drauf? Ja, nur sag schon. Wir haben noch Müsli da. Oder wir machen uns ein Spiegelei auf Brot. Weil Samstag ist. Weil meine Mutter bei Tante Helga ist. Da geht's überhaupt nicht gut. Was fehlt denn der Tante? Sie stirbt. Ich hab's. Jesaja. So spricht der Herr, der dich geschaffen hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Es ist noch nicht so weit. Ich muss der Susanna noch etwas sagen. Sei gut zu meinem Peterle. Er ist schon recht. Und sagt ihm heute, dass mir das Haus kaufen, damit er drin Friede ist. Der Eigen gibt er das Geld. Und dann schickt den Kerle fort. Versprichst mir das? Schick ihn fort. Und bleibt dem Peter treu. Raumschiff Hydra an alle. Achtung! Im Gebiet der Jagdhunde wurde ein Planet aus seiner Bahn geworfen. Es handelt sich eindeutig um eine Supernova. Dieser Schnellläufer rast auf die Erde zu. Geschätzte Geschwindigkeit etwa 146.000 Kilometer pro Sekunde. Sein Radius gelangt in den Bereich der Riesensterne. Er hat die physikalischen Eigenschaften einer Sonne und wird die Erde binnen kürzester Frist erreicht haben. Notruf von Raumschiff Hydra! Hey! Ich muss jetzt ins Bett, sonst kriegst du Ärger. Alles klar. Schlaf gut. Gute Nacht. Du kannst ja noch ein bisschen aufräumen, wenn du willst. Warum habe ich nicht, was sie alle haben? Das große Gefühl für das große Ganze. Für diesen unendlichen Raum, der sich irgendwo in der Zeit krümmt. Für die Sterne. Kann doch sein, dass da ein Prinzip dahinter steht. Oder ein Gott.
Guten Abend. Hallo. Ich habe ein bisschen aufgeräumt. Tim hatte noch Hunger. Es tut mir leid. Helga ist plötzlich krank geworden. Das habe ich gehört. Herzliches Beileid. Es geht ihr schon wieder etwas besser. Das ist doch schön. Ich müsste mit Ihnen über das Haus sprechen. Okay. Vielleicht ist dies doch nicht der richtige Zeitpunkt. Susanne, Sie haben mir heute sehr geholfen. Da auf dem Friedhof. Und das macht die Situation für mich etwas kompliziert. Ich muss um dieses Haus kämpfen. Verstehen Sie das nicht falsch, aber ich brauche das Geld. Leider. Aber wir können ja einen Mietvertrag abschließen. Falls ich den Prozess gewinne, und dann behalten Sie in jedem Fall die Wohnung. Lassen Sie uns morgen darüber reden, ja? Ja, Sie haben recht. Es ist ja auch schon 10. Sie müssen sich ehrlich keine Sorgen machen. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Irgendwas ist doch heute. Sonntag. Okay, jetzt zeigst du mal Manieren. Das ganze Programm. Charme, Takt. Und religiöse Toleranz. Nun mach schon, die haben angefangen. Ich warte noch auf ein paar Leute. Auf wen denn? So ein paar Sünder. Ich sehe niemanden. Ich auch nicht. Tag. Tag. Ich verstehe. Sonntags wie freitags. Schau mal, es funktioniert. Was denn? Das Examen. Tag. Sie singt ja gar nicht. Ich denke, sie ist tot. Nein, nein, es geht wieder besser. Sind Sie? Wer? Die Sünder. Was?
Sie denn da? Ich will das Auto rein. Aber das geht nicht. Wer sagt es? Du? Ich sag das. Es geht jetzt nicht. Vielleicht halten Sie sich besser da raus. Hey, Jungs. Ich glaube, es ist besser, ihr fahrt jetzt nach Hause. Sonst knacken die Knochen und das Blut tritt. Er will damit sagen, dass wir da drin in Ruhe singen wollen. Und ihr seid einfach zu laut. Alter, auf welcher Seite stehst du eigentlich? Vergesst die ganze Aktion. Ich erklär's euch später. Du hast ja nicht alle. Der verarscht uns. Fahr los! Das wirst du nicht tun. Denn wenn du das tust, da gibt's hier richtig Ärger. Schlechter Traum. Aber nicht für mich. Lulabelle, your address in there is only one for me. Don't pretend I've got you guessing. You don't have to wonder who. You know well, little bell is you. Schönen guten Morgen, die schönen guten Morgen. Wie geht's dir denn? Wo ist Frau Sanne? Ich hab extra nicht so hart zugeschlagen. Au! Sie haben Ihren Zornfall nicht gut im Griff, lieber Herr Bonny. Ja, ich weiß, tut mir auch leid. Aber wenn du mir jetzt anzeigst, ich bin bloß auf Bewährung raus und ich habe 3 Kinder. 3? Ja, oder was weiß ich, vielleicht auch gar keins, aber jedenfalls wünsche ich mir welche. Wo ist Frau Samel? Susanna? Ja? Hast du das dem Herrn Martin schon gesagt, dass wir das Haus kaufen wollen? Noch nicht. Ich werde es ihm heute Abend sagen. Es geht mir wieder gut. Ich habe sogar ehrlich gesagt einen Riesenhunger. Ich mache ihm ein paar Käsespätzle. Nein, nein, das kommt gar nicht in Frage. Ich mache Ihnen schon genügend Umstände. Ich würde Sie gerne nachher so richtig schick zum Essen ausführen. Natürlich nur, wenn Sie wollen. Kein Restaurant? Ich bin doch schon vor Ewigkeiten aus Rietzlingen abgehauen. Damals war ich noch ein halbes Kind. Wow, du bist abgehauen? Mhm. Einfach so und deiner Mutter hast du nichts gesagt. Du willst bei einer ganz genau wissen. Ich könnte sowas nicht. Es war ganz einfach. Ich hab's gemacht wie mein Vater. Wow. Mann, du siehst ja toll aus. Hallo! Herr Martin, Frau Sammel, na, kleine Abendbummel. Wir suchen ein nettes, lauschiges Lokal mit Musik und Candlelight. Ja, wir können ja zum Johannesstift. Wohin? Ins Altersheim. Da ist heute Abend Grillfest, zusammen mit der Gemeinde. Sie können ja auch kommen. Ich glaube, ich habe da eine bessere Idee. 2x Pommes mit Curry. Vielen Dank. Vielen Dank. Vater, segne diese Speise
uns zur Kraft und dir zum Preise. Amen. Ja. Musik kommt sofort. Also, guten Appetit. Guten Appetit. Ich müsste noch etwas mit Ihnen besprechen. Und dazu müssen Sie wissen, Tim mag Sie sehr. Und ich mag Sie auch. Oh, das geht jetzt ein bisschen schnell. Ja, deswegen bin ich froh, dass wir uns nicht mehr streiten müssen. Wir wollen uns nämlich außergerichtlich mit Ihnen einigen. Wären Sie mit 300.000 einverstanden? Mehr können wir Ihnen nicht geben. Und der Scheck. Tut mir leid, ich mach das nicht. Aber Sie haben doch gesagt, dass Sie das Geld brauchen. Ja. Manchmal brauche ich Geld, manchmal brauche ich keins. Darum geht's nicht. Wenn ich das Geld nehme, dann... Dann? Muss ich gehen. Ja. Alles in Ordnung? Susanna? War nur ein bisschen schwindelig. Ich trage dich nach Hause, ja? Das war eine ganz normale Halbe, ehrlich. Sorry. Ich habe noch was vergessen. Das Geld. Es war ein Barscheck. Sie können mich wieder runterlassen. Es geht mir schon wieder besser. Ich werde dich vermissen. Sehr sogar. Ich dich auch. Mit dem Geld ziehe ich meine eigene Kanzlei hoch und dann lasse ich die Puppen tanzen. Das ist dir doch klar. Wenn das dein Weg ist? Mein Weg? Was ist mein Weg? Vielleicht brauchst du das ja, die große Stadt, die vielen Frauen und die vielen Möglichkeiten. Ich war schon mit so vielen Möglichkeiten zusammen. Besonders weit bin ich damit nicht gekommen. Mein Vater ja auch nicht, aber was soll man machen? Wir Martins leben eben nur das kurze Glück. Den Augenblick, die eine Nacht. Du hast schon völlig recht, wenn du mir misstraust. Ich misstraue dir nicht. Du bist mir ein Rätsel. Du solltest mir misstrauen, ich tue es ja auch. Ich weiß. Aber ich liebe dich.
Du machst dir doch keine Vorwürfe. Was auch immer mit uns passiert, es ist gut. Darum bitte ich dich, mein Gott, gib uns die Kraft und die Zuversicht und schenk uns einen neuen Anfang. Ich habe dich gewarnt, Susanna. Man kann mir nicht vertrauen. Rennspieler. Stopp! Was soll das? Es gibt gleich Frühstück. Ich muss los. Warum das denn? Ich erklär's dir, wenn du älter bist. Aber du hast doch bei uns übernachtet. Weißt du, so Typen wie ich, die müssen immer wieder abhauen. Hier, Commander. Pass gut auf. Er ist nicht völlig in der Liebe. Wir machen jetzt weiter mit unserem Klassiker. Danke. Die schöne Bachkantate Gloria sei dir. Aber gib auch mal einen Euro. Susanna? Der fällt dir, gell? Das tut dir fein nicht gut, wenn du auf so einen wartest. Ich weiß. Aber du liebst ihn noch immer, gell? Strangers in the night. Two lonely people. We are strangers in the night. Wenn ich sie so singen höre, dann merke ich erst, wie einsam ich bin und allein. Sind wir das nicht alle? Danke, ihr beide, danke. Ja, aber das ist doch furchtbar. Vielleicht sollte ich sie mal besuchen gehen. Das finde ich eine gute Idee, ehrlich gesagt. Weil hier stören sie. Sie haben recht. Aber ich habe sie zu sehr verletzt. Da innen drin. Gib dich zufrieden. Gib dich zufrieden und sei still.
bin nicht zufrieden. John. Tim. Na, hat er eigentlich Feierabend? Was machst du denn hier? Ich wollte dich mal besuchen, aber die haben mich nicht reingelassen. Mann, du siehst vielleicht scheiße aus. Die Sprüche hast du aber nicht in der Bibelstunde gelernt, oder? Habe ich mir extra drauf geschafft. Wo ist deine Mutter? Zu Hause. Und wie geht es ihr? Nicht so gut. Aber wieso denn? Naja, ich bin abgehauen. Ich verstehe das nicht. Echt nicht. Keine Diskussion. Du bist noch nicht mal konfirmiert. Da kann man nicht so einfach abhauen. Du bist auch nicht konfirmiert und hast es trotzdem gemacht. Aber mir hat es leid getan. Sehr sogar. Mann, du bist vielleicht komisch. Dann wollen wir mal deiner Mutter Bescheid sagen. Wieso ist er immer besetzt? Nein, Sie rufen uns an. Sie, der Herr Polizist, rufen uns an. Ja, ja. Jetzt habe ich es verstanden. Keine Neuigkeit. Herrschaft! So, lasst uns beten. In der Stille. Ich habe von Anfang an so böse Ahnung gehabt. Das arme, verwirrte Bubenherz. Bitte, in der Stille. Ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe. Nein, nicht. Nicht. Ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich geh noch. Grüß Gott. Der Tim lebt und ist wohlauf. Der Johannes Martin bringt ihn zurück. Sie müsste es holen. 4 Stunden da sein. Mach dir keine Sorge. Das Peterle kümmert sich drum. Was ich soll mich drum kümmern? Ja, du. Dann ist sie nicht mehr mit ihm verlobt? Sie wollte auf dich warten. Echt? Wow. Aber nicht wieder abhauen, ja. Hoffentlich hast du das Sexappeal dabei. Das ist mir in Neckar gefallen. Was macht der denn hier? Bleib du hier sitzen, ja? Hi. Grüß Gott, Herr Martin. Ich möchte den Tim zu seiner Mutter zurückbringen. Ja, das möchte ich auch. Kommen Sie, steigen Sie ein. Ich glaube, das ist nicht so gut. Ich glaube, das ist ganz schlecht. Weil die Susanna, die ist schon sehr mit sich und der Welt im Hader. Ich würde sie aber gern wiedersehen. Sie will das aber nicht. Wissen Sie, habe sie halt zu sehr verletzt da innen drin. Das ist aber egal, weil ja, sie sind halt so ein Mensch, gell, der so lebt, wie er lebt und wo er lebt. Das ist halt die große Stadt, die das aus ihnen rausholt und
halt nicht wieder zurückgepackt hat, gell? Das Brutale. Ich will aber, dass er mitkommt. Tim, lass mal. Das geht jetzt nicht. Vielleicht hat er ja recht. Verräter. Verräter. Okay, Leute, ich komme. Hi! Hi! Mann, Alter! Wo warst du die ganze Zeit? Habt ihr schon vermisst? Wie siehst denn du aus? Du, ich hab's eilig. Du bist ja jetzt böse wegen dem kleinen Stups, oder? Quatsch! Du, ich würde auch nicht nachgegangen, hätte ich Mittwoch. Okay, mit Freitag, Samstag, Sonntag kenne ich mich schon aus. Was ist nochmal Mittwoch? Offenes Gebet. Herr, vergib uns, denn wir haben gesündigt. Herr, vergib uns. Vergib dem kleinen Tim, denn er hat Kummer über seine Mutter gebracht und über andere. Doch vergib auch uns, denn auch wir haben Kummer über den Jungen gebracht. Und so bitte ich dich, zeig uns den Weg, dies wieder gut zu machen, damit in seinem Herz und auch bei uns dein Friede herrscht. Herr, unser Gott, gib uns das Geschenk deiner Gnade, denn wir sind sehr zerknirscht. Amen. 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 Johnny John! Herr, mein Gott, ich möchte vor dir niederfallen auf die Knie und dich preisen von ganzem Herzen, denn deine Wege, die sind voller Rätsel. Und so schweige ich in Demut. Ich bin sehr zerknirscht. Amen. Amen. Auch ich bin sehr zerknirscht. Denn ich bin weggegangen, ohne Tschüss zu sagen. Dabei wäre ich gerne geblieben. Ich habe mich nur nicht getraut. Ich war einfach zu feig. Doch nun weiß ich, dass ich wirklich neu anfangen will. Und am liebsten mit dir, Susanne. Ich habe dich sehr vermisst. Sogar die Losung und das Ganze. Ich liebe dich. Amen. Was? Amen. 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 Lieber Gott, verleih meinen Worten den Sinn, da mein Herz nur stammeln kann. Dieser Mann ist unmöglich. Aber ich vertraue ihm. Und ich sehne mich nach ihm. Jedoch nur du weißt, wie die Dinge sich fügen. Darum lass mich nicht allein. Denn ohne dich bin ich verloren. Amen. Amen. Tschüss. Ja, schon recht. Mir gar nicht der Schock. Ade. Tschüss. 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 Tschüss, Tilbe.
Und sind jetzt endlich mal alleine. Das wollen wir nicht hoffen, dass die beiden allein sind. Tut mir echt leid, ich muss in die Schule. Wir auch. Das ist aber die andere Richtung. Hey. Darf ich nicht prügeln? Ich bin Pietist. Echt? Ich bin nicht besonders fromm. Ich auch nicht. Hey, ihr macht einen Fehler. Der liebe Gott mag sowas überhaupt nicht. Uns doch egal. Mund auf. Du musst mir einen Engel schicken. Einer reicht, der soll sich bloß beeilen. Morgen, Nett. René, Katrin. Morgen, Schönheit. Sandra. Hier, die Unterlagen für den Termin beim Nachlassgericht morgen in Riedslingen. Danke. Und sonst? Wieder Ärger mit Meister Schmidt? Hm? Nein. Du tust mir so leid. Hey, meine Mutter ist doch schon vor 1-2 Monaten gestorben. Ich bin darüber weg. Außerdem war ich noch nie der Typ für die aktive Trauerarbeit. Hm? Das meine ich nicht. Schmidt hat das rausgefunden mit dir und seiner Frau. Er will dich kündigen. Sie liebt ihn. Und es wäre auch besser für Tim. Sie liebt ihn nicht. Ich wünschte ihm so sehr, dass er wieder ganz ein Kind sein kann. Sie liebt ihn. Er braucht einen Vater. Sie liebt ihn nicht. Ja. Der liebe Gott ruft uns hinaus ins Leben. Ja. Darum weiß ich nicht, worauf wir warten. Sie liebt ihn. Ich. Sie liebt ihn nicht. Ich. Sie liebt ihn. Ich weiß es eigentlich auch nicht. Sie liebt ihn nicht. Es ist gar nicht so schwer, wie du denkst. Sie liebt ihn. Du musst mich nur fragen. Ja. Meinst du denn? Willst du denn? Nein! Heiliges Brechle. Tim! Du kriegst nicht mal eine Abfindung. Mhm. Warum hast du auch mit da rumgemacht? Weiß auch nicht. Ja. Sollte mal die Finger von euch lassen. Du könntest ja eine Suchttherapie versuchen. Gute Idee. Aber das kostet. Und ich bin total pleite. Naja, ich erb ja was. Da in Württemberg. Und dann mache ich die Therapie. Und dann ziehe ich hier meine eigene Kanzlei hoch. Und dich nehme ich natürlich mit. Also, wenn du willst. Ja,
Ich will. Jetzt müssen wir nur noch überlegen, wie ich ohne einen Cent nach Riezlingen komme. Verrostet. Wir müssen es unbedingt machen lassen. Du magst sie nicht besonders. Er grinst immer so. Er hat uns sehr geholfen am Anfang. Er und seine Eltern. Die grinsen auch immer so. Die sind eben fröhlich. Das waren wir auch mal. Das werden wir auch bald wieder sein, das verspreche ich. Heiß ich dann auch Pfefferle? Ich glaube schon. Du... Ist eigentlich wirklich Engel? Willkommen zu Hause. Gehört? Was? Da war was. Jesus. Oh Mama, der ging's ja richtig dreckig. Da ist was. Ein Einbrecher? Hast du denn nie was gesagt? Das ist doch bloß anrufen brauchen. Ja, ich hätte ja auch mal anrufen können. Aber wie hast du immer gesagt? Männer sind nun mal Feiglinge. Du bleibst da oben, ja? Ich bin gleich wieder da. Ich bin jetzt auf der Treppe. Bleib jetzt ganz ruhig.